Mein nächster Gast ist eine Frau, von der ich mit Sicherheit behaupten kann, dass sie das knallrote Gummiboot nie wieder loswerden wird. Guten Abend, Wenke Möhre. Hallo. Bitte sehr. Ja. Sie leben ja in Norwegen, da gibt es keinen Euro. Ist denn der Euro ein Thema in Norwegen? Ja, klar. Hätten die Norweger ihn gerne? Einige ja. Aber bis jetzt genießen wir den erst im Europa. Ja. Haben Sie Euro in der Tasche? Klar. Ja? Ja, ich war auch hier am 1. Januar. Mhm. In Deutschland? Das, große Verwirrung, ja. Das war am Zeitungsdesk und alles. Also, ach so, dann hatten Sie Probleme mit dem Bezahlen. Da hatte ich ein bisschen Probleme, ja. Mhm. Aber jetzt gewöhne ich mich dran. Dankeschön. Wo sind Sie eigentlich berühmter, in Deutschland oder in Norwegen? Ich glaube, oder ich fühle mich wohl, ja, eigentlich beide. Nun bin ich natürlich zeitweise mehr in Skandinavien, aber dann... Aber die Deutschen haben Sie schon immer sehr vereinnahmt. Es hat Zeiten gegeben, da bin ich sicher, wenn man gefragt hätte, Wenke Möhre, hätten Sie gesagt, ja, deutsche Schlagersängerin. Ja, das freut mich. Ja? Ich war oft hier und seit mein 16. Lebensjahr. Und wenn man das in Jahren zusammenlegt oder die Tage in Jahren, dann ist das schon, oder die Tage in, dann wird es Jahren. Dann werden es Jahre. Wie wichtig ist denn Deutschland für Sie? Haben Sie selbst eine emotionale Bindung an Deutschland? Klar, ich habe, dadurch, dass ich so viele Jahre hier gewesen bin, habe ich sehr viele Freunde und natürlich großen Teil mein als Künstler hier verbracht mit deutschem Publikum. Und wann fing das an, so Ihre Auftritte in Deutschland? In den 60ern? In zwei Jahren habe ich 50-jähriges Bühnenjubiläum. Ja. Also ich war schon eigentlich mein ganzes Leben auf der Bühne. Mhm. Und dann haben Sie aber wirklich als kleiner Knirps angefangen. Ja, war ich sehr klein. Aber mit 7 habe ich schon mein erstes bezahlter Job bekommen. Mhm. Und wann das erste Mal in Deutschland? Nein, das war mein Papa war Musiker und am Tag, um die Kinder zu ernähren, hat er Bus gefahren. Mhm. Und dann ja, durfte ich mit, wo die Verkehrsleute waren, durfte ich mitsingen. Und das wurde bezahlt? Das wurde bezahlt, ja. Und wann haben Sie das erste Mal in Deutschland Auftritte gehabt? Oder wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Da war ich 16 ungefähr. Und, aber in der Zeit in Norwegen, als ich habe mit 13 meine erste Platte gemacht und da lag ich so mit 4 Titeln unter den 10 Top, dem Besten. Und dann hat ein deutscher Produzent gesagt, oder Deutsche Grammophon damals gesagt, wer ist nun dieses junge Dame? Und dann haben sie mich näher kennengelernt und ja, dann ging das ganz gut mit dem Deutsch und so haben sie mir nach Deutschland geholt. Ja, dann gab es dieses Titelbild vom Stern, das ist glaube ich auch so ein sehr Titelbilder. Das war ein Zufall eigentlich, weil ich, ja, 16, 17 war ich und eine meiner ersten Reise nach Deutschland. Und ich kam gerade von einer Fotoreportage in Norwegen mit Zöpfe und bauchfrei, so wie man heute läuft, mit so einem Segel. Kommt alles wieder. Ja, und ich saß im Flugzeug und da kam ein Fotograf auf mich zu uns und fragte, darf ich dich fotografieren? Und ich sage, ja, für was? Ja, eine deutsche schöne Zeitung. Mhm. Und Polydor war sehr überrascht, nämlich da kam ich als Titelbild und war eine schöne Sache. Ja. Hat sie in Deutschland, also als Sie dann praktisch Deutschland erobert haben, hat sie das gereizt, weil das eben ein großer Markt ist, weil da viele Menschen sind, möglicherweise auch viele Käufer von Platten? Oder hat sie das Land auch irgendwie gereizt? Ja, es hat mir gereizt, die Professionalität und mit dem Können, was ich hier gelernt habe, also in dem Showgeschäft und... Es war einfach für mich die große Welt. Mhm. Ja. Und als junges Mädchen kam ich hier runter, wurde auch sehr toll aufgepasst dann von der Plattenfirma. Und es war eine neue Welt. Ja. Mhm. Haben große Erfolge gehabt. Sie haben später auch einen deutschen Mann gehabt. Sie waren in der zweiten Ehe, glaube ich, oder in der zweiten Ehe mit Michael Fleka verheiratet. Einem begnadeten Regisseur. Das ist ja der Klimbim-Erfinder, kann man so sagen. Mhm. Derjenige, der das regiemäßig betreut hat. Und dann haben alle gedacht, na, jetzt ist perfekt. Eigentlich ja schon eine Deutsche, jetzt hat sie einen deutschen Kerl. Jetzt werden sie nach Deutschland kommen, haben sie aber nie gemacht. Nein, wir haben ein Jahr in Paris gewohnt, weil er da gearbeitet hat. Und sonst haben wir in Norwegen gewohnt, weil das war auch sein Wunsch wegen die Kinder, weil ich hatte ja 3 Kinder. Aus der ersten Ehe. Ja, und die gingen zur Schule und da hatten wir so unser Nest und da
haben wir gewohnt. Dann gibt es ein viertes Kind, ein Sohn aus der Ehe mit Michael Flecker, der ist heute Abend auch bei uns. Der ist heute da, das geht auch in Fußstapfen seinen Papa, der ist schon Regie. Macht Regie? Macht schon Regie, aber... Und sieht ihm durchaus ähnlich, dem Vater. Also ich will ihn nicht älter machen, als er ist, aber da gibt es auf jeden Fall... Er ist 19 jetzt. Gibt es auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Und wird Regisseur? Ja? Der ist schon Regisseur und neben der Schule natürlich, hat Abitur gemacht und geht irgendwann jetzt auf der Filmhochschule auch noch. Michael Flecker war ein Genie, das haben viele gesagt, die ihn gekannt haben. Und von Genie nach Wahnsinn ist es nicht besonders weit. Das ist eine schwierige Klippe. Der hat sich, die meisten werden sich daran erinnern, hat sich ja das Leben genommen. Wie sind Sie fertig geworden mit dieser Todesnachricht? Das ist natürlich eine Nachricht, den, wenn man das erlebt, da wird man nie fertig damit. Und ich hatte 4 Kinder, für die ich aufstehen und gerade stehen müsste und, oder weitergehen. Und das war meine Wahl, weiterzugehen und ja. Sie waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr mit ihm zusammen, also Nein, wir lebten auseinander, ja. Aber es gab das gemeinsame Kind? Wir waren auch sehr gute Freunde, so. Aber sowas ist schwer und man weiß auch nie, wie man damit fertig wird. Wir haben das natürlich in der Familie so gut bearbeitet, wie es möglich war. Und ich glaube, wir sind jedenfalls gut in Leben alle. Gab es Anzeichen dafür? Gab es Andeutungen, dass sowas passieren könnte? Ein bisschen hatten wir schon, ja. Das wussten wir. Aber das ist immer ein Schock, wenn sowas passiert. Und hat man Ihnen geholfen nachher? Wer hat Ihnen geholfen, mit sowas fertig zu werden? Also auch professionelle Hilfe? Haben Sie, haben Sie therapeutische Hilfe gehabt? Um das Leben irgendwo weiter zu managen. Es war für mich auch wichtig, welche Grenzen man im Leben setzt und wie reagiert man. Das war für mich sehr wichtig. Wo leben Sie heute? Ja, heute, ich lebe immer noch in meinem Nest in Nesøya, ja, außerhalb Oslo. In der Nähe von Oslo? Ja. Und das wird auch sozusagen die Heimat bleiben? Ja, da ist man, hat man Wurzel geschlagen oder wie sagt man? Wurzel. Und ich habe sogar einen großen Baum dieses Jahr rausgezogen für Berlin. Nee, da leben wir und wohnen wir und fühlen uns wohl. Ich möchte mal noch ein bisschen zurück, weil Sie sagen 4 Kinder. Und das ist ja für eine berufstätige Frau, ist das eine hammerharte Herausforderung. 4 Kinder, die auch irgendwie verpflegt werden wollen. Also jetzt nicht nur finanziell, sondern die müssen ja beschäftigt werden. Man muss sich um die kümmern. Wie haben Sie das unter einen Hut bekommen? Ich habe sie zu Teil, bevor sie zur Schule, also in höheren Schulen, also in Kinderschulen, habe ich sie mitgenommen und habe sie selber unterrichtet. Auf Tournee? Sie haben die Kinder unterrichtet? Ich habe eigentlich nie große Tourneen gemacht, außer in Urlauben, wenn es also Ferien waren. Aber als ich 6 Monate Stockholm machte und so, habe ich die mitgenommen und unterrichtet. Und wir haben wir das Pensum bekommen und waren stolz, wir waren vor die anderen. Ja. Und die sind heute, eine ist Anwalt geworden, also es ist ihnen gut gegangen. Ja. Aber das ist interessant, dass Sie praktisch, haben Sie abends Vorstellungen gehabt, wenn Sie sagen Stockholm? Wir hatten Schule von 10 bis 2 jeden Tag. Im Hotelzimmer? Nein, ich habe eine Wohnung gemietet. Ah, Wohnung gemietet. Ja. Und dann haben Sie Ihre 3 Kinder, damals waren es ja nur 3. Saßen wir ganz brav und freie Minute gegeben, sagt jetzt 10 Minuten raus, wieder rein, Schule machen. Und dann haben Sie Mathematik gemacht und lesen, schreiben, was? Und dadurch, dass wir viel gereist haben, das war für mich auch eigentlich die beste Schule. Die sind alle dreisprachig aufgewachsen. Und die Schule des Lebens ist auch nicht so schlecht. Sehr gut. Ich stelle mir nur vor, in Deutschland, da gäbe es doch vermutlich 427 Verordnungen, die das bei Androhungen von was weiß ich untersagen, oder? Alle Kultusminister stünden sicher auf der Matte, nicht wahr? Und die PISA-Studie würde wahrscheinlich herangezogen. Wie soll das gehen? Aber es war eine richtige Freude, als zum Beispiel der Michael damals, als er ganz jung war, ich weiß, wir waren mal in München, und im Hotelhalle, da kam er war ganz blond, und hinter ihm liefen 10 Kinder von allen Nationalitäten. Alle Farben dieser Welt. Und das war so schön. Und alle haben miteinander gesprochen und kulturell, also sich gut verstanden. Und es war dann wirklich so, dass man an den Leistungen der Kinder sehen konnte, dass nicht nur das Pensum geschafft ist, sondern dass sie auch eine gute Lehrerin sind. Ja, es war nicht so schön. Sie haben es ja nicht gelernt. Nein, aber ich bin ja selber zur Schule gegangen. Ein bisschen konnte man. Aber... also als man Pensum, wenn man das vorlegt, das ging ganz gut. Und wenn Sie Ferien hatten, haben Sie auch gearbeitet?
Ja, da habe ich Tourneen gemacht durch Norwegen oder Deutschland. Dann habe ich die mitgenommen. Oh, da gab's eine. Wer hat da die Zeugnisse ausgeteilt? Nein, das dürfte ich nicht. Das dürfte ich nicht. Das haben dann die Lehrer gemacht. Aber wir waren gut. Wir haben sehr viel, wie heißt das? Gute Noten. Ja. Genau. Einzelziehen. Mhm. Aber sie hat auch nicht zu viel eins gegeben, weil sie als Mutter ja wieder gute Noten hätte bezahlen müssen mit Taschengeld irgendwie. Ja, also ja. Eine Kalkulation, die man machen muss. Sie waren mit den Kindern unterwegs und ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass es einmal eine recht dramatische Geschichte gegeben hat, wo es beinahe zu einem schweren Unfall gekommen wäre. Mhm. Man denkt ja immer nicht, wenn man strahlende Menschen um sich herum hat, die im Showgeschäft sind und alles ist so toll, dass es eben Das war manchmal beinahe schiefgegangen. Eine Situation. Man kann natürlich nicht immer die Kinder in die Hand halten. Das schafft man nicht. Und man kriegt immer schlechten Gewissen, wenn man dann verreist ist und irgendwas passiert. Ich hatte immer zwei Leute bei mir, als ich verreist war. Entweder meine Mama und noch ein Kindermädchen oder zwei Kindermädchen, die wir immer hatten. Also die Kinder kannten die. Und wir wohnen direkt am Wasser. Und es war Winter und Eis und meine Jüngste war damals die Tochter 3 Jahre, der andere war 4 und mein Sohn war ungefähr 7, älteste. Und dann sind sie aus Versehen, die gingen nie auf dem Eis, aber dann einen Tag hat ein Nachbarkind einen Pfeil ausgeschmissen auf dem Eis und meine Tochter ist rausgelaufen und ist durch den Eis gelaufen und gegangen. Eingebrochen. Eingebrochen, ja. Mhm. Und da war Strömungen, also sie ist gerade runter, hatte dicke, wie heißt man so, Winteranzug an. Mhm. Und dadurch hat sie geflossen, oder wie nennt man das? Ja. Untergegangen oder eingebrochen? Ja, oder? Eingebrochen, die lag schon unterm Eis. Und da kam der kleine Junge von 5 Jahren und hat sie versucht, da hochzuziehen. Er ist auch durchgebrochen. Und da kam der Nachbarhund, hat die beide runter, weil der hat so richtig helfen wollen. Und dann ist der Älteste dann reingesprungen und hat die gehalten. Also der 7-Jährige hat praktisch dann seine beiden Geschwister da gerettet. Ja, der hat auch Medaille bekommen für Rettung und dann kam Hubschrauber. Und da steht man, ich stand in Basel, hatte Generalprobe und da kriegt man die Meldung, alle 3 sind durch den Eis gebrochen. Das ist natürlich eine Hammer. Das war eine harte Sache. Da will man sofort nach Hause, aber da haben die angerufen, sagt, alles ist okay, die sind alle. Aber meine Tochter lag schon 20 Minuten unterm Eis. Hm. Also im Eis dann praktisch? Ja, unter Wasser. Das war eine harte Sache. Michael lebt in Deutschland, oder? Michael lebt in Norwegen. Ach, er lebt auch in Norwegen? Er reist, ja. Ach so, alle 4 Kinder leben in Norwegen? Ja. Und Sie sind mit allen 4 ganz eng? Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, ja. Ja, gute Familie. Freunde. Ja, gut so. Es gibt ja in Deutschland immer mehr werdend eigentlich so eine Wiederauffrischen dieses Schlagers, der deutsche Schlager oder Schlager an sich, einen unglaublichen Boom. Sie müssten das bei der GEMA-Abrechnung merken, weil auf jeder Fete, die ich besuche, wird dieses knallrote Gummiboot ungefähr 25 Mal gespielt. Das finde ich, man spürt das natürlich, das ist also eine Wiederholungs- oder eine Welle vom alten Zeiten. Mhm. Aber für mich ist es, ich gehe immer weiter. Also das Wort Schlager bin ich eigentlich nicht so, also für mich als Schlagersänger, ich horche lieber dem Titel Entertainer. Ja, weil Sie natürlich viel mehr machen. Ich habe das jetzt diese 70er-Jahre-Bezeichnung genommen. Nee, weil man wird so schnell in Schubladen. Der Schlager ist wunderbar und damit ist man groß geworden, aber man hat natürlich im Leben auch andere Facetten. Mhm. Ja? Mhm. Aber Sie bekommen das schon mit, dass da so ein Boom ist und dass das Wahnsinn, dass das wiederkommt. Das finde ich toll und auch junge Leute, die das nachsingen. Mhm. Und, ja. Würde es Sie reizen, dann nochmal anzutreten bei sowas wie beim Grand Prix? Da sind Sie für Deutschland auch mal, oder? Da war ich auch in 68. Für Deutschland und für Norwegen sowieso. Ja. Und ja, sowas machen ist lustig, weil man soll das alles nicht so ernst nehmen. Das ist eine. Ja, da war ich in 68. Ja. Wow. Gutes. Ist auch aber ein Kleid. Tolles Kleid. Können Sie heute wieder nehmen. noch 1-2 Jahre, da können Sie das wieder nehmen. Ja. Nur aufheben. Ja, kommt alles wieder. Ja. Ich bedanke mich sehr herzlich für den Besuch und wünsche Ihnen alles Gute. Grüßen Sie die Kinder, 4 Kinder. Ja. Vielen Dank. Renke Mürre. Danke.